Felix Demuta, Turnen. Für die Einheit geht es bei uns meistens darum, dass wir uns für die Haupteinheit am Nachmittag vorbereiten. Das heißt, wir starten mit einer kurzen Erwärmung. Jetzt in dem Fall hier einfach laufen. Wenn wir genug Leute sind, gehen wir auch ganz gerne mal kicken. Danach Viertelstunde, 20 Minuten Beweglichkeit. Und dann Vorbereitungstraining im Sinne von Kraft und Handständen. Boah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bisschen an Ringen andrücken, Kreuzhänge schwalben. Dann sind wir ins Grundlagentraining eingestiegen, an den Geräten, wo ich so noch meine größten Defizite habe. Felix natürlich seit schon 3 Jahren hier bei uns in Stuttgart. Der hat sich wesentlich verbessert, besonders an seinen starken Geräten wie Sprung und Boden. Wir haben natürlich also an manchen Stellen auch also ein bisschen Programm auch geändert, also ein paar neue Elemente installiert in den Übungen, so wie am Rack, wie am Barren. Ja, die ist also viel sauberer geworden. Fußspitzen, Fußspitzen. Geht. Ja. Fußspitzen gleich auf, aufdrehen, Ringe, ja. Nicht zu, auf. Zu, auf. Aufdrehen. Momentan ist mein einziger Trainingskollege in der Früh immer Marcel Nguyen. Der sagt jetzt in der Turnerszene den meisten Leuten was. Er hat 2012 2 Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen gemacht. Ist zigfacher Europameister am Barren und mit dem Team auch schon mehrere Medaillen gemacht bei WM und EM. Also, sag ich mal, in der deutschen Turnszene ein Star eigentlich und denke ich mal auch der erfolgreichste Sportler in den letzten 10, 15 Jahren außer Fabian Hambüchen. Bist du fit fürs Wochenende? Wir werden sehen. Wie viele Geräte machst du eigentlich? Ich glaube, ich muss, wenn Oleg nicht kommt, muss ich einen Sechskampf anbieten. Puh. Dann muss ich mich hier wieder am Pferd zeigen. Dafür bin ich zu alt. Ja, gut. Dafür bin ich zu alt. Und hast ein bisschen zu viel Handgelenksprobleme auf jeden Fall. Ja, ich mache maximal 3 Geräte. Also? Vielleicht 2, je nachdem. Boden, Barren, Sprung. Die 3er-Kombi. Sprung muss jetzt auch nicht unbedingt sein, ich gucke halt mal. Mit ihm zu trainieren ist cool. Ich meine, er kommt grundsätzlich erstmal aus demselben Verein wie ich, aus Unterhaching. Also eigentlich auch ein Münchner. Ich muss noch was machen, wenn der Meier nicht kommt. Du, ich muss meinen Sixer vorbereiten, den ich hier jetzt noch ziehen muss am Wochenende. Also, auf geht's. Ich kenne deswegen jetzt auch fast mein ganzes Leben. Also, als ich beim TSV Unterhaching angefangen habe, hat er auch noch in Unterhaching trainiert. Hat dann irgendwann nach Stuttgart gewechselt und deswegen bin ich auch nach Stuttgart gegangen. Es macht mega Spaß, mit ihm zusammen zu trainieren. Er gibt einem Tipps. Er weiß halt auch, er ist ein alter Hase im Turngeschäft, er weiß, wie das Ganze läuft. Und man kann sich da so das eine oder andere von abschauen. Und er leitet uns da auch ein bisschen in die richtige Richtung.